Okay, dann würde ich sagen, wir steigen ein. Schönen guten Abend an alle. Freut mich, dass die Veranstaltung auf Resonanz gestoßen ist. Und wie das bei jeder Zoom-Konferenz so üblich ist, machen wir gerade eine kleine technische Ansage. Ich darf euch vorstellen, die Vanessa Hüßer ist unsere Geschäftsstelle und ist heute Abend die Co-Moderatorin und unterstützt mich technisch, weil ich gedacht habe, das lenkt sonst zu sehr ab. Und sie hat auch gleich die ersten Hinweise, Vanessa. Genau, also das betrifft eigentlich erst den zweiten Teil, wenn es darum geht, dass es Fragen gibt von euch, von Ihnen. Und dazu würde ich bitten, dass wir alle, die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gemacht, unten in der Leiste, ungefähr in der Mitte, auf Chat zu klicken und dann rechts entweder einfach den Begriff Wortmeldung oder ein Sternchen einzugeben oder die Frage selbst zu formulieren. Das machen wir dann im zweiten Teil. Ich würde das dann versuchen, ein bisschen zu moderieren oder zu bündeln, wenn es viel ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und das jetzt nicht extra abgefragt haben, beziehungsweise darf es jetzt natürlich Einwände geben, weil wir das nur zur internen Dokumentation statt eines Protokolls machen, also nicht veröffentlichen werden oder nach außen geben. Das heißt, weder Wort noch Bild, vor allem des Publikums, wird jetzt nicht weitergegeben. Wir hoffen, dass das so in Ordnung ist. Ansonsten könnt ihr euch da jetzt gerne nochmal zu äußern. Genau, ansonsten, wenn ihr technische Probleme habt oder ich da irgendwo unterstützen kann, gibt es auch immer die Möglichkeit, bei mir zum Beispiel, wenn man jetzt auf das Feld geht, auf meine Kachel rechts bei den drei Pünktchen, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht, unten bei dem Chat, statt alle meinen Namen auszuwählen und dann eine Privatnachricht zu schreiben. Dann können wir da, kann ich versuchen, da zu helfen. Und allgemein wollte ich mal sagen, ich glaube, so für alle, die jetzt sprechen, ist das immer total angenehm, wenn man auch sein Video anhat. Ist natürlich keine Pflicht, wer das möchte. Oder zumindest mal, wenn man selber nachher in Diskussion ist, ist das immer ganz schön, in Gesichter zu gucken und nicht in schwarze Kacheln. Genau. Vielen Dank, Vanessa. Jan, dann steigen wir mal ein in dieses schwierige Thema. Ich sage mal ganz kurz was zu der Idee. Im ISM machen wir gerade zu den verschiedensten Themen Zoom-Foren, weil wir stehen ja in der Tradition unserer Gründung. Wir sind dieses Jahr schon 11 Jahre alt, das Institut Solidarische Moderne. Und wir haben uns zusammengetan und wir nennen uns Programmwerkstatt, weil wir Ideen entwickeln wollen in der großen Überschrift sozial-ökologisch-kulturelle Transformation. Aber wir wollen nicht nur an Projekten und Ideen mitarbeiten in der großen Gruppe alternativer Denkerinnen und Denker, sondern was uns auch sehr wichtig ist, wir sprechen auch über Strategien. Also Strategien, wie denn einige der Ideen oder überhaupt die Transformation an sich zu einem politischen Machtfaktor werden kann. Also wie können sich die Menschen vernetzen und gemeinsam bei bestimmten Themen agieren? Und da ist die Arbeitszeitverkürzung von uns als eine Transformationsstrategie diskutiert worden. Ich gebe ehrlich zu, es ist vor allem meine Idee einer Transformationsstrategie. Im Institut selbst, unter den Sprecherinnen und Sprecher und im Vorstand ist es nicht unumstritten. Und weil wir da auch schon heftig kontrovers diskutiert haben, haben wir beschlossen, das doch in einen größeren Rahmen zu stellen, die Kontroversen, die es dazu gibt. Ich möchte aber schon auch nochmal sagen, was für uns diese Frage der Arbeitszeitverkürzung vor allem beinhaltet, wenn ich sage, es ist für uns eine Transformationsstrategie. Wir sehen es nicht nur als eine Umverteilung von Erwerbsarbeit, von denjenigen, die in Erwerbsarbeit sind, zu denen, die keine Erwerbsarbeit haben, also in der Arbeitslosigkeit sind oder zu ganz prekären Arbeitsbedingungen arbeiten. Also nicht nur eine Umverteilung von Erwerbsarbeit. Wir sehen es auch als eine notwendige Umverteilung zwischen Erwerbsarbeit, die bezahlt ist, manchmal gut, manchmal schlecht, aber eben auch der Sorgearbeit, die vor allem, müssen wir ja jetzt in der Pandemie wieder sehen, vor allem immer wieder von Frauen gemacht wird. Also für uns geht es auch um die Teilung zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit. Was uns noch wichtig ist, das ist, wenn man Arbeitszeit verkürzt, also Erwerbsarbeitszeit verkürzt, dass es dann eben auch Zeit für Demokratiearbeit geben muss. Das heißt,
Wir müssen Zeit bereitstellen, damit sich Menschen sehr aktiv an den politischen Diskussionen, die vor uns stehen, auch beteiligen können. Und jemand, der erwerbstätig ist und Familie hat, der findet meistens viel zu wenig Zeit, vor allem im Ehrenamt, sich an diesen Demokratieprozessen zu beteiligen. Also die Teilhabe an Demokratie ist uns ganz wichtig. Was uns wichtig ist weiterhin, dass wir auch glauben, dass es viel mehr Zeit braucht für die eigene Emanzipationsbedürfnisse, das heißt für Bildung, für Wissen, für Aneignung von Wissen braucht es eben auch Zeit. Und auch da fehlt viel, wenn man Erwerbsarbeit hat und Sorgearbeit hat. Und natürlich steht auch alles gemeinsam in der Frage von, wie wird sich das Wachstum entwickeln? Wie wird im Zuge der Digitalisierung auch weniger Arbeit notwendig sein? Wer eignet sich diesen Profit an? Und das sind alles Fragen, die uns umgetrieben haben. Aber wie gesagt, nochmal, Erwerbsarbeit, Verkürzung, Zeitverkürzung ist für uns nicht nur eben die Frage von haben wir einen Job oder haben keinen Job. Das ist sehr umfassend. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über unseren Geschäftsführer und Mitglied im Vorstand und alternative Ökonom Axel Trost, der dann auch mit Recht einbringt, die Frage, wer soll das dann alles bezahlen? So, die steht jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt, die Frage. Ich freue mich, dass wir drei ReferentInnen gewonnen haben für heute Abend. Ich darf die vorstellen. Ich muss noch mal gucken, damit ich auch da nichts vergesse. Also, wir haben Anna Stiede, vielleicht kannst du mal so machen, Anna, ja. Ja, sie ist politische Bildnerin, Kommunikationstrainerin und arbeitet unter anderem auch zu feministischer Ökonomiekritik. Schön, dass du da bist, Anna. Dann haben wir Stefan Grull, vielleicht kannst du auch mal hier sagen, Stefan, ja. Der ist Koordinator des Gesprächskreises der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu eigentlich Automobil und mit Automobil und Umwelt, aber ist auch Mitgründer der bundesweiten ATTAC-Arbeitsgruppe Arbeit fair teilen. Und in diesem Zusammenhang hat er uns bestimmt auch sehr viel zu sagen heute Abend. Und wir haben unser Vorstandsmitglied Philipp Kotoklu, der ist bei der IG Metall, also mitten in dieser Auseinandersetzung im politischen Geschäft, mit Gewerkschaftssekretär und wie gesagt Mitglied bei uns im Vorstand. Ich bin Andrea Ypsilanti, ich bin Sprecherin des Instituts Solidarische Moderne und habe heute den Spaß, hier zu moderieren, ein paar Fragen aufzuwerfen mit euch. Und ihr könnt sicher sein, dass wir die heute Abend nicht alle lösen können, aber dass wir die im Institut dann auch sehr ernst nehmen und weiter behandeln. Wie viele von den anderen Themen, zu denen wir auch Foren machen. So, jetzt darf ich mal aufrufen. Die ReferentInnen werden so ein Eingangsstatement machen und ihr habt auch die Möglichkeit, euch danach nochmal aufeinander zu beziehen. Und dann werden wir aber gleich in eine Diskussion mit den Mitgliedern, mit den Menschen gehen, die sich hier eingeklinkt haben, weil die haben ja wahrscheinlich dazu eine Meinung und auch Fragen. So, als Ersten würde ich aufrufen, Stefan. Bitte schön, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank zunächst für die Einladung zu dieser Veranstaltung und herzlichen Dank vor allem dafür, dass ihr das Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung gesetzt habt und als eins von drei großen Projekten bearbeitet, die ihr euch vorgenommen habt zu bearbeiten. Ich möchte mich aus zeitlichen Gründen sehr konzentrieren. Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung möchte ich im Wesentlichen auf zwei Punkte zu sprechen kommen, nämlich erstens auf die Kosten und du hattest ja schon gesagt, dass es darum auch Debatten im Institut bei euch gibt und zweitens auf den Personalausgleich. Ganz allgemein, denke ich, ist festzuhalten, dass die Produktivitätsentwicklung insbesondere in der Industrie einen Umfang hat, der eigentlich Arbeitszeitverkürzung unbedingt erfordert, weil ansonsten diese Produktivitätsentwicklung entweder in immer mehr Produkten und in immer mehr Export oder in immer mehr
Erwerbslosigkeit münden würde. Das Zweite in diesem Zusammenhang ist, dass diese Produktivitätsentwicklung ohne Arbeitszeitverkürzung und ohne entsprechende Entgeltsteigerung natürlich ausschließlich dem Profit der Eigentümer der Betriebe zugutekommt. Und das ist im höchsten Maße ungerecht. Der zweite Grund für die Notwendigkeit von Arbeitszeitverkürzung besteht natürlich in den Grenzen des Wachstums. Also alles, was industriell gefertigt werden muss, bezieht sich auf Rohstoffe, die irgendwie aus der Erde gebuddelt werden müssen oder sonst woher kommen müssen, jedenfalls an der Substanz unserer Erde kratzen und zum Zweiten eben auch Emissionen verursachen. Seit inzwischen, weiß nicht, 5 Jahrzehnten, glaube ich, ist klar, also Club of Rome, ich glaube, das war 1972, ist klar, dass es mit dem Wachstum so nicht weitergehen kann. Drittens will ich sagen, dass wir gerade in der Corona-Pandemie erleben, dass durch die aktuelle Kurzarbeit natürlich auch Arbeitsplätze erhalten und gesichert werden. Es ist sozusagen ein weiterer Großversuch in Sachen Arbeitszeitverkürzung, wenn auch unfreiwillig und unter anderen Umständen und Bedingungen. Tatsächlich ist es so, dass die durchschnittliche Arbeitszeit aller Erwerbstätigen in unserem Land bei ungefähr 30 Stunden liegt, allerdings sehr ungleich verteilt. Also viele, die unfreiwillig kürzer arbeiten, Teilzeit, Minijobs und so weiter und so fort, aber eben auch viele, die teils freiwillig, teils aber auch unfreiwillig sehr viel länger arbeiten, also 40 Stunden und oft auch noch viel mehr. Diese ungleiche Verteilung ist oft verbunden mit prekärem Leben, also aus prekärer Arbeit resultiert prekäres Leben. Insbesondere Frauen sind dann in der Teilzeitfalle oder in der Minijobfalle und kommen da schwer raus. Ein bisschen was hat sich jetzt aktuell verändert, aber es bleibt dabei, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Und Männer haben Angst, auch in diese Teilzeitfalle zu fallen oder einen Karriereknick zu erleiden, so wie das vielen Frauen auch geht. Andrea hat einleitend gesagt, dass auch innerhalb des Instituts Solidarische Moderne eine Kontroverse geführt wird dazu. Im Kampf um die 35-Stunden-Woche gab es eine Losung, die hieß mehr Zeit zum Leben, lieben, lachen. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Leben, lieben und lachen geht aber nur, wenn man nicht allein ist. Das heißt also, es geht auch um kollektive Zeit, die für gutes Leben zur Verfügung steht. In eurer Einleitung ist von offenen Fragen die Rede und die gibt es tatsächlich. Wobei die Kontroverse, glaube ich, in erster Linie zwischen Kapital und Arbeit geführt wird und nicht zwischen unterschiedlichen Gesichtspunkten, die es in der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung, Gewerkschaftsbewegung oder auch in der linken Bewegung gibt. Ein ganz kurzer Blick in die Geschichte belegt, dass die Kämpfe um die Zeit immer die härtesten Kämpfe gewesen sind, ungleich härter als die Kämpfe um Lohn, also dann ist immer sehr schnell vom Ruin der Wirtschaft die Rede, von nicht bezahlbar und vor allem auch nicht umsetzbar. Das heißt, der eigentliche Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit soll dann reduziert werden auf irgendwelche finanziellen oder organisatorischen Aspekte. Ihr sprecht auch von neuen Fragen, die in dem Zusammenhang aufgetaucht sind. Und diese neuen Fragen bestehen, glaube ich, vor allem darin, dass entschieden werden muss, geht es um eine individuelle Arbeitszeitverkürzung oder geht es um eine kollektive Arbeitszeitverkürzung? Ich denke, dass es um eine sozusagen individuelle Arbeitszeitverkürzung, aber auf einer kollektiven Basis geben muss. Die könnte beispielsweise so aussehen, dass gesetzlich die Arbeitszeit auf maximal 40 Stunden begrenzt wird,
und die 30 Stunden dann einigermaßen flexibel, orientiert an persönlichen Bedürfnissen der Beschäftigten umgesetzt wird. Du hast darauf aufmerksam gemacht, dass es verschiedene Aspekte gibt, die wichtig sind, also auch gesellschaftliche, demokratische Aspekte. Eine Arbeitszeitverkürzung würde vor allem dazu führen, auch dass Ungerechtigkeiten wie Gender Pay Gap, Gender Time Gap überhaupt erst überwunden werden können. Und deshalb finde ich, dass das ganz wichtige Aspekte sind. Ich will auf die Kosten zu sprechen kommen, welche Kosten entstehen und wie wird es bezahlt. Wir sprechen in der ATTAC AG Arbeit fair teilen inzwischen für einen Lohnausgleich mindestens für untere und mittlere Einkommen. Das ist nicht Konsens in der Linken, natürlich nicht, weil eine alte Forderung ist bei vollem Lohnausgleich. Es gibt aber gut verdienende Ingenieure, Forscher in der Industrie, Beschäftigte im mittleren Management und anderen Bereichen, die benötigen und wollen oft auch gar nicht mehr Gehalt, sondern mehr freie und verfügbare Zeit. Völlig anders ist es natürlich, weiß nicht, im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Abfallwirtschaft, in vielen anderen Dingen, Bereichen, wo Menschen mit 2.500 Euro Monatslohn natürlich nicht auf einen vollen Lohnausgleich verzichten können. Finanziert werden kann es natürlich durch Produktivitätssteigerung, mit den Produktivitätssteigerungen. Finanziert werden kann es durch die Einsparung von Geld für die Arbeitslosigkeit. Das ist die Bundesagentur für Arbeit, gibt pro Jahr ungefähr 50 Milliarden Euro für die Finanzierung von Arbeitslosigkeit aus, wenn man das Geld sozusagen nicht in Arbeitslosigkeit, sondern in Arbeit investiert. Dann ist das viel sinnvoller angewandt. Produktivität hatte ich schon gesagt, aber es verbessert sich auch die Fehlerquote, also es gibt weniger Fehler, die Menschen sind zufriedener. Der Kollege von Achim Trost, Heinz Bontrup aus der Memo-Gruppe, hat das detailliert nachgerechnet, dass und uns vorgerechnet, dass Arbeitszeitverkürzung tatsächlich gesellschaftlich zumindest keine zusätzlichen Kosten verursacht, sondern die Ergebnisse der Arbeit nur anders verteilt werden, also die Lohnquote steigt und die Gewinnquote sinkt. Zweifellos kann es in Handwerksbereichen zu Preiserhöhungen kommen, aber vieles in unserem Land ist ja ohnehin zu billig. Das Prinzip Tönnies muss ja, also billig um jeden Preis, auch entsprechend durchbrochen werden. So, zum Schluss noch zum Thema Personalausgleich. Alles nur stichwortartig aufgrund der Zeit. Unsere Position in dem Zusammenhang ist, dass ein Personalausgleich gewährleistet werden muss, da wo er erforderlich ist. Das ist auch eine Einschränkung. Aber wenn wir über eine sozial-ökologische Transformation sprechen, dann beinhaltet das zum Beispiel, dass in der Automobilindustrie weniger produziert wird oder weniger Autos produziert werden, also muss etwas anderes produziert werden. Das wäre dann beispielsweise weniger Rüstung, weniger Militärmaterial, weniger Werbung, weniger Automobile als eine Basis auch für den sozial-ökologischen Umbau und zur Bewältigung des Klimawandels bzw. Begrenzung des Klimawandels. Also notwendige strukturelle Veränderungen, wie beispielsweise mehr für den ÖPNV, mehr für den Klimaschutz, wären dann die Beschäftigungsalternativen für den Bereich der Mobilität. Sind wir dabei, das sehr detailliert auszurechnen und vorzuschlagen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat vor wenigen Monaten eine Studie beauftragt, deren Ergebnisse beinhalten, dass eine Umstellung von Automobilindustrie auf eine, ich sage mal, sanfte Technologie inklusive Elektroautos, inklusive Ausbau öffentlichen Personennahverkehrs überhaupt keine Arbeitslosigkeit produzieren würde. Wenn es darum geht, mehr
für den öffentlichen Personennahverkehr, wie beispielsweise Infrastruktur, die Fahrzeuge und den Betrieb zu organisieren, dann fehlt schon heute dort Personal. Die Bundesbahn beispielsweise sucht viele hundert, ein paar tausend Beschäftigte, um überhaupt die Pünktlichkeit der Züge gegenwärtig gewährleisten zu können. Von einem Ausbau ist ja noch gar nicht die Rede. Das Problem in dem Zusammenhang ist, dass Beschäftigte in diesen Bereichen oft weniger gut entlohnt werden als in den traditionellen Industriebereichen, Maschinenbau, Automobilbau und so weiter und so fort. Und wichtig ist in dem Zusammenhang aber auch noch, dass sich durch eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit, der Erwerbslosigkeit natürlich die Verhandlungspositionen von Gewerkschaften verbessern und mit weniger Arbeitslosigkeit natürlich auch andere Lohnrunden erfolgreich gefahren werden können, als es gegenwärtig der Fall ist, wo ja fast nichts in den Lohnrunden, zumindest entgeltlich, bei rumkommt. Damit habe ich meine Zeit ausgeschöpft und möchte es bei dieser Einführung von mir also auch gerne belassen. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, Stefan. Das war absolut auf den Punkt gelandet. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich würde jetzt gerne das ist zwar jetzt nicht gendergerecht, weil wir eigentlich eine quotierte Liste haben, aber ich wollte der Anna zum Schluss das Wort geben. Wenn du einverstanden bist, Anna? Ja. Gut. Ja, okay. Herzlichen Dank auch meinerseits. Anna, ich würde den Philippos vorher. Ach so, damit habe ich auch gerechnet. Ja, okay, alles klar. Und Philippos, dann bist du dran. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Also Philippos Kurtukle, mein Name, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Bayern, bin zuständig für BMW und ich würde es kurz und knapp versuchen aufzuarbeiten, indem ich erstmal kurz einen Ritt durch die Arbeitszeitgeschichte mache, das ganz schnell, Diskussionsstand in der Gewerkschaft vielleicht auch noch, um einfach nur mal rauszuarbeiten, wie Beschäftigte den Diskussionsstand zum Thema Arbeitszeit sehen. Und dann würde ich vielleicht auch nochmal persönlich kleine Thesen zur Arbeitszeitverkürzung reinbringen. Wir reden oft über Arbeitszeitverkürzung, aber die technische Umsetzung, die fehlt immer in der Diskussion ganz schnell. Aber bevor ich diese gewerkschaftliche Einblick irgendwie herausarbeite, möchte ich nochmal vielleicht daran erinnern, dass vor 101 Jahren Keynes seine Thesen rausgebracht hat, wie er sich das Leben für seine Großenkel vorstellt. Und zwar hat er sich vorgestellt, dass die Leute 20, 30, nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten und mehr Lebensqualität im Vordergrund steht und Reichtum eher hintendran. Bin mir nicht sicher, ob wir das in 9 Jahren schaffen, aber zumindest mal eine Vision gehabt. Und Arbeitszeit hat sich in dem Zeitrahmen ja auch schon wesentlich verringert. Gut, dann. Wir haben ja irgendwann im 19. Jahrhundert angefangen mit 70, 80 Stunden die Woche. 12-Stunden-Tag war fast schon normal. Der erste Arbeitskampf tatsächlich, der begonnen hat, war ja ein Kampf um den freien Sonntag, wo sich vor allem auch noch die Kirchen sehr stark mit eingebracht haben. War auch ein sehr starker Kampf. 1869 mit der Gewerbeordnung wurde das dann auch so ein bisschen befriedet. Wir hatten den nächsten Kampf um 8 Stunden am Tag. Damals war der Samstag noch inkludiert. Das war 1918. Wir hatten den Kampf um die 40-Stunden-Woche und jetzt steigen wir mal in ein bisschen modernere Diskussion ein, vielleicht, wo ich auch einen Fokus setzen möchte, der 1955 vom DGB begonnen wurde. Und warum er so spannend ist, ist, weil er gesellschaftsübergreifend vom DGB angegangen worden ist. Das heißt, das Thema wurde in die Schulen getragen, das Thema wurde in die Betriebe getragen, das Thema wurde in Zeitungen getragen, aber natürlich auch in gesellschaftliche Aspekte. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, weil da hat der DGB nicht nur über die Betriebe gedacht, sondern er hat vor allem halt auch über die Gesellschaft gedacht, wie man das bearbeiten möchte, das Thema Arbeitszeit, weil es war nun mal 8 Stunden Leben, 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Schlafen. Es war gesellschaftlich dann auch ein sehr akzeptiertes Thema. Nach diesem Arbeitszeitkampf, der dann halt 1967 dann auch tatsächlich dann halt über Tarifverträge zwar, aber über die normative Kraft, dann auch irgendwann allgemein
akzeptiert wurde, 40 Stunden die Woche, gab es dann halt eigentlich fast nur noch individuelle Arbeitskämpfe und betriebliche Regelungen beziehungsweise auch über Tarifverträge. Wir haben zum Beispiel ganz präsent die IG Metall mit der 35-Stunden-Woche, die 1984 gefordert wurde, weil wir 2,5 Millionen Arbeitslose hatten. Und das war damals die erste Automatisierung ist angerollt. Und man wollte unbedingt Beschäftigte halten, erstens, aber auch Arbeitslose wieder in Arbeit reinholen. Es war ein sehr harter Kampf, so wie das der Stefan gesagt hat. Es wurden mehrere Wochen gekämpft. Es wurde mehr Beschäftigte ausgesperrt, fast 500.000, als überhaupt gestreikt haben. Und dann, nachdem es dann über eine Schlichtung geregelt wurde, das erstmal mit 38,5, das war erstmal der Durchbruch durch die 40 Stunden, hat man sich dann weiterentwickelt in 10 Jahre auf 35 Stunden die Woche. Einen Moment, ganz kurz. Sorry, es tut mir wirklich leid. Da drin ist es in so einer kleinen Pappbox. Plastik, ja. Und wenn wir dann weiterschauen, was noch gemacht worden ist, arbeitszeittechnisch, ist es, dass die 28,8-Stunden-Woche bei VW mal eingeführt worden ist für eine kurze Zeit, was auch sehr spannend ist. Das wird gerade wieder hochdiskutiert. Das wurde gemacht, weil VW stand sehr schlecht da. Das war 1994. Der Peter Harz, damals Arbeitspersonal oder Personaldirektor von VW, wollte 20% Personalkosten einsparen. Und das waren ungefähr, damals hatten die 108.000 Beschäftigte und man wollte in den nächsten Jahren auf 70.000 runtergehen. Das ist natürlich erstmal ein Schlag in die Magengrube der IG Metall, weil die VW einer der wichtigsten Betriebe für die IG Metall ist. Und man hat halt natürlich Arbeitskampf angefangen, man hat versucht alles Mögliche, man hat den Angeboten, die Arbeit damals war noch 36 Stunden die Woche, das war ein Jahr, bevor man auf die 35 gegangen ist, und hat das dann so geregelt, dass man auf 28,8 Stunden die Woche gegangen ist. Natürlich hört sich das jetzt erstmal super an, das ist aber nicht mit Lohnausgleich entstanden, die 35-Stunden-Woche schon, also mit weniger Lohnerhöhung natürlich über die Jahre entwickelt. Die wurde aber natürlich mit Sonderzahlungen, die weggestrichen worden sind und natürlich auch mit mehreren neuen Schichtmodellen, was zu einer Leistungsverdichtung geführt hat. Aber dennoch, man konnte die Arbeitskräfte halten. Was jetzt noch spannend ist, ist natürlich, ich wollte das auch unbedingt, weil ich gehört habe, dass die Pflege, jetzt wird gesagt, in der Dienstleistung ist das nicht so einfach, Pflege, da brauchen wir Personal. Göteborg hatte vor 5 Jahren ein... Okay, heute stören mich alles, tut mir wirklich leid. Wir hatten ein Projekt, das die 30-Stunden-Woche einführen wollte. Und zwar, die Analyse war, die Krankenstände sind sehr hoch, vor allem in der Altenpflege. Und es gibt einen großen Bedarf an Personal in der Altenpflege. Aber man kriegt die Bewerbung nicht rein, weil es eben ein unattraktiver Job ist. Bezahlung ist nicht gut, man geht schnell kaputt daran. Und dann hat man einfach gesagt, machen wir das projektmäßig mal in der Pflege, vor allem der Altenpflege. Und der ehemalige Bürgermeister von Göteborg hat dazu am Ende ein Resümee gegeben. Und zwar, die Krankenstände und die Überstunden wurden massiv reduziert. Und die Zufriedenheit, also die intrinsische Motivation der Beschäftigten, dass sie gerne auf die Arbeit gehen und die Qualität der Arbeit anheben, ist höher geworden. Natürlich ist auch noch der Effekt reingekommen, dass es wesentlich mehr Bewerbungen gab auf diese Stellen. Und natürlich der große Kritikpunkt ist, die Personalkosten haben sich um 25% erhöht. Aber gleichzeitig natürlich gab es indirekte Einsparungen für die Sozialversicherung. Natürlich muss ich jetzt nicht groß ausführen. Es wird mehr reingezahlt und beziehungsweise für die, die nicht gearbeitet haben, musste nichts ausgezahlt werden. Und was man noch geschafft hat, ist, und das ist ein langfristiger Effekt, der später entstehen würde, dass die Leute länger arbeiten können und dass dadurch die Arbeitszeit, also dadurch, dass sie gesünder bleiben und gerne arbeiten, dass die Arbeitszeitreduzierung sich dementsprechend natürlich auch mehr auszahlen, wenn die dann weiterhin reinzahlen würden. Das, was die Andrea vorhin noch reingebracht hat, dass die Leute wesentlich mehr Zeit für andere Sachen im Leben haben, das habe ich jetzt erstmal nicht erwähnt, weil ich erstmal nur die gewerkschaftliche Perspektive reinbringen möchte.
So, was diskutiert gerade die Gewerkschaft? Die Gewerkschaft hat eine 2017 eine Umfrage gemacht, wo 600.000 Beschäftigte ungefähr, die Katrin, habe ich gerade gesehen, eine Kollegin ist da, wird vielleicht später noch mehr dazu sagen können, wenn meine Zeit auch gleich vorbei ist. Und was man herausgefunden hat, dass es eine große Lücke gibt zwischen Wunsch und Wirklichkeit der Beschäftigten, die sie gerne arbeiten würden. Vor allem die, die mehr als 40 Stunden arbeiten würden, alle gern weniger arbeiten. Die, die weniger als 30 Stunden arbeiten, würden gerne mehr arbeiten. Und grob 70% um die 35 Stunden. Das war so ein bisschen der Grund, den wir aus dieser Befragung rausbekommen haben. Und 82% haben gesagt, sie würden gerne die Arbeitszeit temporär senken, um Kindererziehung oder Pflege zum Beispiel zu machen. Und daraus haben wir dann auch einen Tarifvertrag gebastelt. Jetzt nochmal auf die Diskussion. Die IG Metall, das haben vielleicht viele mitbekommen, es wird ja viel über die Vier-Tage-Woche gesprochen, die gibt es tatsächlich schon in vielen Industriebetrieben mit der momentanen Arbeitszeit. Aber was wir gerade diskutieren, wir sind gerade wieder in einer schweren Zeit. Die Industrie hat jetzt angekündigt, mit allen Ankündigungen, die wir so gesehen und gelesen haben, 220.000 bis 250.000 Jobs, die gestrichen werden sollen. Und natürlich muss die IG Metall darauf reagieren, weil das größtenteils machen wir uns nichts vor, sind Produktionsjobs, das sind Leute, Facharbeiter, aber auch Ungelernte, die es nicht so einfach haben, einen neuen Job zu finden und die in unseren Tarifverträgen gut bezahlt werden. Und wir wollen damit in die Tarifrunde gehen, dass wir erstmal sagen, wir wollen ein Volumen von 4% haben. Und dieses Volumen, das haben wir berechnet, können in Betrieben oder auch in Betriebsteilen, zum Beispiel in einer speziellen Produktion, gehen wir jetzt mal vom Automobilbranche aus, in dem Motorenbau, der tatsächlich eventuell reduziert, vielleicht sogar nicht mehr bald da sein wird, dass man dann da betriebsspezifisch mit den Betriebsräten verhandeln kann, dass man da auf eine 2-3-Stunden-Woche gehen kann, 4 Tage die Woche, und diesen ausgleichen kann. Wir haben mehrere Modelle berechnet. Ich nehme jetzt einfach mal den, den ich für realistisch halte, beziehungsweise der auch am fairsten wäre, dass man einen Ausgleich von diesen 3 Stunden, die reduziert werden, also 1,5, 1,5, dass 1,5 Stunden die Woche von den Beschäftigten bezahlt werden und also in ihre 4% Gehaltserhöhung damit verrechnet werden und die andere Seite dann von dem Arbeitgeber bezahlt wird, wodurch er einerseits Reduzierung des Personalkostenbudgets hat, andererseits natürlich auch über die Produktivitätssteigerung, aber dann halt natürlich auch irgendwie mehr Arbeit bekommt, aber mit weniger Arbeitsstunden. Das wird jetzt, da sind wir gerade dabei zu kämpfen. Wir hatten heute zum Beispiel die 2. Tarifverhandlungsrunde in München. Es wird kein einfacher Kampf, so wie wir gesagt haben. Ihr habt es gesehen, Arbeitszeit ist ein Kampffaktor, aber den müssen wir kämpfen. Und warum wir den jetzt so kämpfen, auch dezidiert getrennt, aber auch kombiniert, liegt natürlich daran, dass wir viele Beschäftigte haben, die auf das Geld angewiesen sind. Wenn wir die Mietentwicklung allein nur anschauen der letzten 5-6 Jahre, ist eine Explosion entstanden, vor allem dort, wo die Industriestandorte sind. Und können wir fast gar nicht mehr mit unseren Gehaltserhöhungen, die wir von der Gewerkschaft rausholen, auffangen. Reden wir bitte nicht darüber, wie das Leute auffangen, die halt eben nicht unter einem Tarifvertrag stecken. So, und jetzt noch die Thesen ganz kurz zum Schluss. Die würde ich auch nicht lange rufen. Du musst dich jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst dauert 10 Sekunden. Sehr. Also, ich glaube persönlich, wir müssen das, was damals der DGB gemacht hat, wesentlich stärker auf die gesellschaftliche Ebene führen und nicht nur in Betrieben die Kämpfe führen. Ich glaube, Tarifverträge herrschen, geht es den Menschen besser. Arbeitgeber gehen immer stärker in Tarifverträgen raus und verweigern Verhandlungen für neue Tarifverträge. Und deswegen müssen wir über die politische Schiene versuchen, Tarifverträge, Leute wieder reinzuholen. Das haben wir mal geschafft mit dem Laienzeitarbeitstarifvertrag, wo gesagt wird, wer das weiter nutzen möchte oder länger nutzen möchte, muss den Tarifvertrag haben. Haben wir auch mit dem Mindestlohn ungefähr so gemacht. Natürlich müssen wir auch den indirekten Druck von unten machen, dass wir das Deckeln, zum Beispiel den Mindestlohn anheben, damit es mehr Gehalt gibt, weil dann die Gewerkschaften einen besseren Spielraum haben, aber zum Beispiel auch das Arbeitszeitgesetz nutzen, um oben die Arbeitszeit nach oben hin zu deckeln. Die ist momentan bei 48 Stunden die Woche. Wenn wir es runterschieben, können wir auch bessere Arbeitszeitverhandlungen führen. Und ansonsten, das wäre jetzt noch meine einzige These, Subunternehmer unterliegen den Tarifverträgen von Arbeitgebern, weil ansonsten schleichen sich alle raus und gehen in Subunternehmer oder Werksverträge rein. Sorry für das Überziehen, aber danke fürs Zuhören. Okay, vielen Dank für den Post, danke. Das war jetzt eine harte Fokussierung auf die Erwerbsarbeit und wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Fokusse, ja. Und das bleibt jetzt dir überlassen, Anna, die jetzt mal den Blick zu nehmen. Jo, vielen, vielen Dank. Genau, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier
kann mich jetzt konzentrieren auf das, was ich sage nach den spannenden Beiträgen von Philippus und Stefan. Vielen Dank. Ich kann auf jeden Fall, glaube ich, gut mit meiner Perspektive anschließen an diese These, die Philippos gerade gemacht hat, dass es irgendwie gut wäre, quasi wie der DGB das offenbar in den 50er Jahren in Westdeutschland auch gemacht hat, Gesellschaft, also quasi das ganze Thema gesellschaftlich anzugehen. Ich bin selber mal in der IG Metall sehr doll aktiv gewesen. Ich bin nämlich in der DDR geboren und im Osten aufgewachsen. Da ist ja die 35-Stunden-Woche nicht durchgesetzt worden. Vielleicht auch nochmal hier so als Erinnerung. Da haben wir, genau, das ist jetzt sozusagen in Westdeutschland gelungen, aber ja im Osten noch nicht. Und mir fiel das jetzt auch deswegen nochmal auf, weil ich finde das Thema Arbeitszeitverkürzung auch deswegen total spannend, weil es uns als Menschen, die eine solidarische und soziale Welt vor Augen haben, tatsächlich auch alle ganz persönlich berührt in der Frage, wie doll wollen wir eigentlich Leistung bringen und für wen eigentlich und für was und was heißt es eigentlich sozusagen, uns auch selber zu disziplinieren. Also sozusagen von daher ist doch die Frage auch, wo wollen wir vielleicht auch neben der Erwerbsarbeit Zeiten verbringen, die irgendwie für eine solidarische Gesellschaft notwendig sind. Wir sind ja jetzt gerade mitten in einer biopolitischen Krise, die uns die Vergänglichkeit von Mensch und Natur sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Und deswegen glaube ich, dass eine Politik um Zeit und ihre Aneignung tatsächlich heute wesentlicher ist als je zuvor. Wir haben es jetzt in dieser biopolitischen Krise, wo es sehr, sehr doll um Gesundheit geht, sind wir, glaube ich, alle damit konfrontiert, dass es auch wichtig ist, Zeit mit sich zu verbringen oder sozusagen sich um sich zu kümmern und um sozialen Beziehungen, die uns umgeben. Das braucht Zeit. Gleichzeitig haben wir auch, glaube ich, alle erlebt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Ich würde so ein bisschen gerne in Frage stellen, ob es denn wirklich so ist, dass die Digitalisierung uns immer Zeit spart. Also in meinem Berufsfeld habe ich im letzten Jahr erlebt, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass ich nur noch mehr Zeit gebraucht habe für Kommunikationsprozesse, als in analogen Situationen Sachen vorzunehmen. Nichtsdestotrotz ist es bestimmt spannend zu gucken, was könnte uns denn durch Digitalisierung an schwerer Arbeit abgenommen werden? Was könnten uns sozusagen Maschinen an schwieriger und schmutziger Arbeit vielleicht abnehmen, die uns wiederum dann Zeitfenster für andere Sachen aufmachen. Was, glaube ich, klar ist und was uns diese Corona-Krise gerade auch zeigt, und also viele von denen, die hier sind, haben das sicherlich auch schon vor Corona gedacht, aber so wie es war, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Der Soziologe Klaus Dürre schrieb kürzlich in der Wochenzeitung Freitag, dass das 2021 das Jahr eines grundlegenden Paradigmenwechsels werden könnte, in dem die Wirtschaft neu aufgebaut werden könnte und dass der Staat als industriepolitischer Akteur ein Comeback erleben könnte. Allerdings, so sagt er, fehlt es den Staatsapparaten an Fantasie, sie leiden an grassierender Ideenlosigkeit. Es ist daher, denke ich, jetzt die beste Zeit für zivilgesellschaftliche Bündnisse, eben mit dem Alltagsverstand der Basis Ideen für ein neues Wirtschaften zu setzen. Das Wort Ökonomie stammt vom Wort Oikos, dem Haushalt. Demzufolge sollte ein Wirtschaftsbegriff der Zukunft auch genau von da aus definiert werden, nämlich dem Haushalt. Feministische Theorie und Praxis kämpft weltweit seit Jahrzehnten darum, dass eben nicht nur die Industriearbeit und alles, was wir als Erwerbsarbeit geltend machen, also die sogenannten produktiven Arbeiten, sondern halt eben auch alle Sorgearbeiten, die oftmals auch als reproduktive Arbeiten benannt werden, sehr, sehr zentral für Wirtschaft sind. Ich finde, wir haben das mit Corona letztes Jahr in dem ersten Lockdown im Frühjahr ja sehr, sehr deutlich erlebt, dass gewisse Arbeiten und Wirtschaften einfach nicht möglich ist. Wenn die Kitas und Schulen zu sind, dann werden auf einmal diejenigen, die in unserer Gesellschaft dafür hauptverantwortlich gemacht werden, sozusagen sind in so eine starke Belastung gekommen, dass sozusagen da einfach die Krise sehr, sehr offensichtlich geworden ist. Und ich glaube, das hat uns gezeigt, Wirtschaft ist halt eben nicht nur das Fließband, Wirtschaft ist nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern Wirtschaft braucht eben auch, ist auch noch auf andere Arbeiten angewiesen. Und mir geht es auch nicht nur um Sorgearbeiten, sondern was uns, glaube ich, Corona auch gezeigt hat, und das habe ich als Kulturarbeiterin im letzten Jahr auch sehr, sehr deutlich erlebt.
vielen Menschen fehlt Kultur. Und auch das ist sozusagen bedeutungsvoll für ein gelingendes oder für ein Wohlbefinden. Genau, ich denke, es ist jetzt die beste Zeit, um tatsächlich ernsthaft mal zu definieren, welche Arbeiten eigentlich als gesellschaftlich notwendig sind, neben der Erwerbsarbeit. Und das wäre eigentlich, denke ich, so der erste progressive Schritt einer Debatte um Arbeitszeitverkürzung. Ich denke, das wäre eine Frage, die ein Bündnis auch sehr stark zusammenschmieden könnte. Ich denke auch, wir müssen an diese Frage dran, warum es Männer als schmerzhaft erleben, wenn sie sozusagen weniger ihrer Erwerbsarbeit nachgehen wollen. Da müssen wir mal vielleicht drauf gucken oder da einfach mal rangehen. Und sozusagen uns alle mal zu fragen, wie doll machen wir denn eigentlich diesen ganzen Leistungswahn, diese Vorstellung von Fortschritt, in der es immer linear geradeaus geht und immer noch schneller weiter und so weiter. Also wie doll machen wir das eigentlich alles mit? Das geht auf Kosten der Umwelt, das geht auf Kosten der Lebensverhältnisse von Menschen in anderen Ländern, also in dem Globus, auf dem wir leben. Und ich glaube, wir müssen sozusagen diese Debatte nicht nur abstrakt führen, sondern wir müssen uns alle irgendwie fragen, was haben wir eigentlich für ein Arbeitsethos auch verinnerlicht? Die Soziologin Jutta Allem-Dinger fordert aktuell eine 32-Stunden-Woche für alle. Und sie meint, dass das notwendig ist, um eine Geschlechtergerechtigkeit auch zu erzielen. Denn sonst bleibt es dabei, dass sich Lebensläufe von Frauen halt immer mehr den von Männern angleichen und es eigentlich nicht wirklich zu einer Geschlechtergerechtigkeit kommt. Nur kurz als eine Zahl, vor Corona war es so, dass Frauen im Durchschnitt 28 Minuten weniger am Tag über Freizeit verfügt haben als ihre männlichen Mitmenschen. Das ist einfach nicht fair. Also es braucht eine Arbeitszeitverkürzung, um eben auch endlich zu einer gerechten Verteilung aller gesellschaftlich notwendigen Arbeiten zu kommen. Denn nur wenn auch Männer strukturell weniger Zeit mit Erwerbsarbeit beschäftigt sind, dann steigt überhaupt auch erstmal die Möglichkeit, dass sie eventuell auch mehr Zeit für andere Arbeiten übernehmen. Und zwar nicht nur für die prestigeträchtigen, wie zum Beispiel Ehrenamt in der Politik, sondern auch für die schmutzigen und emotional anstrengenden Arbeiten, die weiterhin überwiegend von Frauen in den westlichen Gesellschaften getragen werden. Und auch aus einer anderen Perspektive finde ich Arbeitszeitverkürzung zentral, nämlich auch um andere Familienformen jenseits von klassischen sogenannten heteronormativen Familien- und Ehevorstellungen zu praktizieren. Wir leben im 21. Jahrhundert. Es gibt viele, viele Menschen, die auch sozusagen andere Liebesleben leben. Und auch das zeigt uns auch, Corona braucht Zeit und Organisation, um das herzustellen. Ein spannender Entwurf, das vielleicht jetzt noch so als letzter Punkt, an dem man das diskutieren könnte, viele von Ihnen und euch kennen das vielleicht aus, ist Frigga Haugs 4 in einer Perspektive. Sie sagt nämlich oder macht einen Vorschlag, und zu sagen, wir brauchen Zeit nicht nur für die Erwerbsarbeit, sondern wir brauchen quasi Zeit in der Erwerbsarbeit, wir brauchen Zeit in dem Reproduktionsbereich, wir brauchen Zeit für Kultur und Entwicklung und wir brauchen Zeit für Politik, also für politische Arbeit. Und zwar alle auf gleicher Ebene angesiedelt, also statt sie übereinander oder unterzuordnen. Das heißt, neben einer Zeit für Erwerbsarbeit müssten wir aufschlüsseln, dass es Zeit für Sorgearbeiten braucht, also fast alle Arbeiten, die zwischenmenschlich geschehen und die wir als Reproduktionsarbeiten bezeichnen, die eben meist unentgeltlich und größtenteils von Frauen getan werden. Das betreffen alle Fragen des, wie gehen wir miteinander um, wie sorgen wir uns um Kinder und ältere Menschen, wie gehen wir mit Kranken, wie können wir uns um kranke Menschen kümmern, um Freunde und um geliebte Personen. Das wäre sozusagen der zweite Bereich, neben dem Bereich der Erwerbsarbeit. Dann gibt es einen Zeitbereich, den sie sozusagen Entwicklung und Kultur nennt, weil sie sagt sozusagen, es braucht Zeit zur Entwicklung unserer menschlichen Fähigkeiten. Also das ist lebenslanges Lernen, sowie auch die Entwicklung von Sinnen und Kultur. Also Buße, Selbstverwirklichung und Kreativität, und zwar nicht nur für das bürgerliche Lager, sondern für alle Menschen. So. Und genau, und nicht zuletzt sagt sie auch, es braucht Zeit für demokratische, also für politische Teilhabe. Und Haug schlägt vor, man könnte 4 Stunden am Tag, also oder pro Wochentag,
für jeden Bereich aufbringen. Das heißt, dann hätte man 16 Stunden am Tag, die sozusagen in diese vier Bereiche aufgeteilt sind. Und dann bleiben noch 8 Stunden zum Schlafen. Genau. Und für die Umsetzung von 4-in-1, also Frigga Haug nennt es ein Fernziel, also quasi eine Debatte, die uns sozusagen in der Diskussion zusammenbringen kann, die es ermöglicht, auch ein politisches Bündnis zu verfestigen. Denn natürlich, und dazu haben die zwei Kollegen vorher auch sehr konkrete Sachen angesprochen, braucht es für diese Umsetzung entsprechende Kräfteverhältnisse, um eben solch eine Umverteilung überhaupt zu erwirken, die Arbeitszeitverkürzung mit sich bringen würde und eine gleichzeitige Aufwertung auch von Pflege-, Erziehungs-, Bildungs- und Kulturarbeit ermöglichen würde. Das hört sich alles nach einer sehr radikalen Demokratisierung von Wirtschaft an und es wäre es auch. Und die ist aber auch nötig. Und wie gesagt, wir brauchen da nicht nur abstrakte Debatten, sondern wir müssen tatsächlich auch an unsere subjektiven Lebensformen ran und vielleicht eben auch selber in Frage stellen, wie wir eigentlich arbeiten und was für ein Leben wir uns eigentlich wünschen, um auf dieser Welt und auch für diejenigen, die Kinder haben und wiederum Kinder kriegen werden, ja, wie auch ein Leben noch in Zukunft hier in dieser Welt möglich sein kann. So viel. Vielen, vielen Dank, Anna. Ja, du hast nochmal die Seite beleuchtet, die uns ja, die, wie ich am Eingang gesagt habe, auch besonders wichtig war. Und wenn ich euch jetzt so zugehört habe, bin ich bestärkt in meiner Auffassung, dass man an der Frage der Arbeit, der Erwerbsarbeit, der Sorge- und Care-Arbeit und der Konflikte darum, die Transformation und die Konflikte, die da entstehen, sehr gut sehen kann. Sehr gut sehen kann. Und ich glaube, was auch ganz deutlich wird, ist, dass wir auf so einen Transformationskonflikt, nenne ich es mal, hinsteuern könnten zwischen der Frage, dem Einsehen in die Notwendigkeit eines sozialökologischen Transformations und Umbaus. Und dazu wird notwendigerweise gehören, dass Erwerbsarbeit eine andere Rolle spielt. Und der Angst und der Besorgnis derjenigen, die in Erwerbsarbeit sind, ob sie dann ihr Leben, ihre Existenz bezahlen können. Und das ist, glaube ich, ein Riesenkonflikt, der irgendwie zu lösen sein wird. Ich würde euch jetzt nochmal die Gelegenheit geben, euch aufeinander zu beziehen, wenn ihr möchtet. Ja, du nickst schon, Stefan, dann gebe ich dir gleich das Wort. Dankeschön, Andrea. Ja, also ich fand das sehr beeindruckend, was Anna zu der Frage gesagt hat, was wollen wir eigentlich produzieren oder was brauchen wir eigentlich, was ist gesellschaftlich wünschenswert und nützlich. Und dann hast du ja auch den Anschluss gefunden, das ist eine Demokratisierung der Wirtschaft. Genau darum geht es im Grunde genommen. Es gibt demokratische Defizite einfach und das ist natürlich und ausdrücklich auch die Privatwirtschaft, wo eben keine demokratischen Ansprüche durchgesetzt, weitgehend nicht durchgesetzt werden können. Also betriebsrechtliche Betriebsrat bei VW, Philippos, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Also betriebsrechtliche Ansprüche sind viel zu wenig und Unternehmensmitbestimmung scheitert im Zweifelsfall an der Stimme des der Kapitalvertreter. Aber es gibt einen ganz interessanten Aspekt in diesem Zusammenhang, den wir, glaube ich, in unserer Diskussion und auch in allen unseren Projekten mit berücksichtigen sollten. Die Menschen, die erwerbstätig sind, lohnabhängig arbeiten, sind ja bei Weitem nicht nur lohnabhängig Beschäftigte, sondern sie sind Väter, Mütter, Kinder. Sie leben in dieser Welt und in dieser Umwelt und haben genau die gleichen Sorgen und Bedürfnisse wie alle anderen auch. Wir haben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von dem Gesprächskreis, den Andrea schon erwähnte, eine kleine Befragung gemacht bei Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie, ob sie sich eine Transformation der Produktion vorstellen können. Und sie haben alle gesagt, vor allem nach dem Dieselgate, nach dieser Betrügerei da, sie sind gar nicht mehr stolz darauf, was sie produzieren und wo sie arbeiten. Sie haben alle überwiegend gesagt, ja, wir können uns durchaus vorstellen, etwas anderes zu produzieren. Wir können auch mit unseren Anlagen und mit unseren Erfahrungen was anderes machen.
Aber wir entscheiden da nicht drüber. Also es entscheiden halt andere drüber. Und das ist genau der Punkt, um den es in dem Zusammenhang, glaube ich, gehen muss. Zu Philippe wollte ich noch sagen, also ich war Betriebsrat bei VW als, und Mitglied der Tarifkommission, als die 28,8-Stunden-Woche eingeführt wurde. Es gab diese Drohkulisse, 30.000 Entlassungen. Es gab einen teilweisen Entgeltausgleich. Das war alles verschmerzbar, das war kein Problem. Aber was in unserem Diskussionszusammenhang, glaube ich, wichtig ist, ist, dass es vielleicht 2 Jahre gedauert hat, dann war die Produktivität sozusagen genauso hoch wie vor der Arbeitszeitverkürzung. So, also das ist vielleicht ein Aspekt, du hast es aus Göteborg so schön dargestellt, das ist vielleicht ein Aspekt, den wir auch ökonomisch stärker machen können und sollen. Die Arbeitszeitverkürzung ist fast vollständig durch Produktivitätsentwicklung zu finanzieren, was tatsächlich gesellschaftlich keine Kosten verursacht, sondern, wie ich schon gesagt habe, nur die Lohnquote erhöht und die Gewinnquote etwas reduziert. Aber ich glaube, über Gewinnquoten und über Reichtum in unserem Land müssen wir in diesem Zusammenhang überhaupt nicht sprechen. Das Geld ist haufenweise vorhanden. Das wollte ich gerne noch zu euch beiden gesagt haben. Ansonsten fand ich das sehr aufschlussreich und interessant. Vielen Dank dafür. Ein Aspekt, den ich jetzt noch mal gerne aufrufen würde, ist, das habt ihr alle drei gesagt, und halte den wirklich für sehr zentral. Ihr habt immer gesagt, es ist bei allen diesen Arbeitskämpfen auch darum gegangen, dieses Thema gesellschaftlich zu verankern. Und ich glaube, wenn wir das den Gewerkschaften alleine überlassen, den Menschen in den Betrieben, ist ein Teil der Gesellschaft einfach ausgeblendet, nämlich den ihr in den Gewerkschaften, sage ich jetzt mal, sehr gut als Partnerinnen in Kämpfen mobilisieren könnt. Das sind nämlich die Frauen, die ein massives Interesse an dieser Arbeitszeitverkürzung haben, und zwar ein doppeltes. Einerseits, wie Anna schon gesagt hat und Jutta Almendinger in dem Interview auch gesagt hat, es ist eine Hinbewegung von Frauen in die Erwerbswelt hat stattgefunden, aber eine Bewegung von der Erwerbsarbeit in die häusliche Pflege- und Sorgearbeit, die hat wenig bis gar nicht stattgefunden. Und deshalb müsste man diese gesellschaftliche Verankerung, also diese gesellschaftliche Debatte, wäre unglaublich wichtig. Und die müssten eigentlich auch in den Betrieben stattfinden. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Debatte in den Betrieben nicht stattfindet. Das war mir nochmal wichtig, und ich glaube, wo wir auch aufpassen müssen, ist der Transformationskonflikt, den ich vorbeschrieben habe, dass der nicht innerhalb der gleichen Klasse ausgetragen wird. Nämlich unter den Arbeiterinnen und Arbeitern oder in den Erwerbslosen und Nicht-Erwerbstätigen, sondern dass es wirklich ein Konflikt auch zwischen Kapital und Arbeit ist. Und das muss man einfach auch immer wieder sagen, dass nicht untereinander der Konflikt entsteht und wir dann überhaupt keine gesellschaftliche Macht mehr haben. So. Und gesellschaftliche Bündnisse fände ich auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir haben ja nun im September eine Bundestagswahl, und die Frage würde sich ja aufdrängen, ist es denn möglich, einen gesellschaftlichen Druck durch Bündnisse zu erzeugen, die sich an Fragen der gesellschaftlichen Transformation festmachen? Das wäre auch nochmal eine Frage, die ich vielleicht jetzt mal ins Publikum geben würde. Und fragt die Vanessa, gibt es Wortmeldungen?